Wie läuft's heute? Nicht so gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ist aber der Ramos-Sub. Na, warum nicht? Okay. Die sollen wir hier rankommen, da sind die. Da kommt angerollt. Gute Nacht, Andi. Ciao, ciao. Wukong ist solide zurzeit. Ich denke, der ist nach Lee Sin und Evelyn der beste Jungler. Der kann halt, also der trägt halt nicht viel Beine. Okay. Vielleicht ist Ramos Support eigentlich auch Meta. Vielleicht ist er Meta Support. Der hat mich auf jeden Fall gut geballert, muss ich sagen. Gerade noch getrashtalkt, dass der wenig beiträgt. Auf einmal dreht er ihn durch. Im wahrsten Sinne des Wortes durchgedreht. Wer ist Estridge denn? Habe ich absolut keine Ahnung. Muss in-game nachschauen. Guck mal, der ist eine Maschine. Der Gute. Ich meine, ist er dead, aber... Aber es ist der zweite Ramos, den ich sehe bisher. Ramos ist Mitte geroamt, oder? Ey, der ist eine Maschine, der ist gerade Mitte geroamt und hat dann noch einen Assist geholt. Okay. Das ist RIP. Muss man ein bisschen chillen, die ist halt Level 5 schon, die gute. Und ich muss Anti-Heal kaufen, ASAP. Oh oh. Mach ihn weg, mach ihn weg. Der hat den Glorious gekauft. Vielleicht ist das ein neuer Meter. Vielleicht ist Ramos ja eigentlich ein Supporter, Leute. In dem Spiel hier. Und kein Jungler. Evelyn ist schon toxic, ey. Jetzt gängt er gerade in Midlane. Holt sich da einen Kill. Hallo Mundo. Der hat sich den echt geholt, den Kill. Nice. Da hat er den Double. Ohne Spaß, der Ramos ist am Durchdrehen hier. Wir werden einfach smiten, oder? Ich hab Ramos an mir dran. Mach den weg. Nice, er ist RIP. Oh oh. Nice, good job. Yo, Nemesis, vielen lieben Dank für den zweiten Monat Prime Sub. Hab's auch mal organisiert mit Prime. Vielen, vielen Dank für den Support.
Und für deinen zweiten Monat. Super nice von dir. Danke, danke. Der marschiert durch, der Ramos, ja. Oder den nächsten. Hat eine Maschine, ey. Imagine, ich hab den getrashtalkt am Anfang, dabei räumt er komplett auf. Der ist einfach drei Kills hat er sich schon gegönnt. Der hat so viel Gold wie ich, der Gute. Das läuft. Welche Elo ist Diamond 2? Gerne, gerne, dafür nicht. Wir müssen eigentlich Lanes swappen jetzt, aber ich bin jetzt leider schon oben. Dann drücken wir die Top rein. Oh, Ramos! Glaubt er das Game seines Lebens? Der fährt einfach nur durch überall. Und gönnt sich die Kills. Gönnt ihn euch. Den haben sie aber. Ich muss mir unbedingt hier Mercurys kaufen. Genau deswegen habe ich ihn drin, ist Strife. Oh, goodbye, Jenna. Sieh nicht in der Tower Recall, sondern auf der Lane. Das war nicht so smart. Oh, Top Lane. Hier kann er mit der E raus. Evelyn holt ihn in den Tower rein. Also aktiven Last Hit gemisst. Ramos wieder im Aufräumen. Ja, da kommt er nicht hinterher, Leute. Der ist einfach zu schnell. Der macht ihn noch, oder? Nee, der trollt ihn noch. Ich glaube, Ramos ist einfach der bessere Singed. Kann das sein? In Wildrift? Kriege ich gerade den First Turm for free? Ich habe ihn nicht bekommen. Ich bin so traurig. Ein Last Hit hat gefehlt. Schade. Ich wollte mich opfern für den First Turret. Nee, LoL am PC spiele ich nicht. Nee, nee. Yo, Seagate, vielen Dank für deine 2-Euro-Spende. Ganz, ganz lieben Dank dafür, für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Nächste Runde, Ramos, du kannst ja leider keine Helden wünschen, aber ich werde drüber nachdenken. Würde wahrscheinlich nicht passieren. Trotzdem vielen, vielen Dank für die 2. Danke, danke. Aber ich kann dir sagen, League of Legends auf dem PC ist viel, viel schwerer als das Game hier. Ich habe doch den... Nee, ich habe doch nicht den First Turn bekommen. Ah, ich dachte, der trifft. Nicht das vor, ich brauche Döner, stimmt. Vielen Dank für deine Döner-Dono. Die Döner-Animation habe ich selbst gemacht, tatsächlich. Die ist self-made. Es gibt nämlich in Arena of Valor einen Helden, der ist Wonder Woman. Also es gibt Wonder Woman in Arena of Valor. Und ich habe meine ganzen Emotes, ja, also meine Bits, meine Follows, nee, Follow nicht, meine Bits, meine Subs und mein Dono-Sound sind alle aus Arena of Valor. Zum Beispiel auch die Dono halt. Und die Animation habe ich selber gemacht, damals. Guck mal, der will direkt auf mich deliveren. Haben wir den Drake? Ah, deswegen auch. Ne? Gibt es die Murad-Voice dann noch bestimmt? Also die kriegst du halt, wenn du den Baron tötest, ne? Den... Wie heißt der da nochmal? Wie heißt nochmal der Baron in Arena of Valor? So schnell vergisst man das. Da ist zum Beispiel Ratz. Der Rust Sound, My Time to Shine. Vielen Dank. Noted für dein
für deinen Resub im 4. Danke, danke. Slayer, genau, der Slayer war's. Vielen, vielen Dank dafür. Na, fragt man Eve, den Drake bekommen wir true. Wer kann es nur gewesen sein? Es war tatsächlich die Eve. Dark Slayer, genau. Ich habe nur noch mein Ult. Der gute Slayer. Aber auf die Bot. Oh, da kommt er wieder. Ich habe echt ein bisschen Angst vor dem, muss ich sagen, ne? Also, es ist schlimmer als ein Cinch. Normalerweise hat man ja Schiss, wenn so ein Cinch auf einen zurollt. Zurennt. Aber ich muss sagen, so ein Rammus ist schon unangenehm irgendwie. Schon sehr unangenehm. War mich immer aber gegeben. Ich gehe jetzt dahin. Ich hätte früher auf jeden Fall zum Baron gehen sollen, aber ich wollte nicht mich da offen zeigen. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre ich da halt von der Lane hingerannt, wäre das... Hätten die halt hundertprozentig gewusst, dass ich da... Nichts gebracht. 100% gewusst, dass ich da zum Baron gehe. Nein, ich bin gegen die Wand gefahren. Lass mich in Ruhe. Wie bin ich da rausgekommen? Danke, Jenna. Danke. Das war ein Jenna-Play. Ich bin einfach gegen die Wand geäht. Aber Jenna hat gesagt, nee, dich lasse ich nicht im Stich. Ich sollte ehrlich gesagt auch mir ASAP eine Schärpe kaufen. Ne? Ziemlich, ziemlich schnell. Ich hätte die schon lange haben müssen. Ich werde mal kurz hier ihn hier holen. Deine Eve hat heute 2 Dragon gegen Teemo verloren. Ist auch chillig. Kann man definitiv mal machen. Du bist besser in Vive als in AOV, auf keinen Fall. Nein. In Arena of Valor war ich Europameister und was weiß ich. Ich war E-Sportler. In Arena of Valor war ich viel, viel besser als hier. Da habe ich halt auch mehr getryhardet, ne? Viel, viel mehr getryhardet. In dem Game hier spiele ich mehr just for fun. Nicht für... Ich spiele in dem Game nicht für, ich muss unbedingt der Beste sein. Ne? So wie in Arena of Valor. Ich spiele in dem Game mehr so für, ich will meinen Spaß maximieren. Sternwächter ist das Skin. Alles klar, Kunga. Vielen Dank. Ich glaube, da hatte vorhin jemand nachgefragt. Wir können ja eigentlich richtig Druck machen, gell? Noch einen Kill bekommen. Jenna ist ein sehr starker Supporter, ja. Ramos. Ich stehe auf dem Turm. Der Fight interessiert mich gerade nicht wirklich. Ich stehe mal auf dem Turm. Rip me. Hatte ich Flash up oder kam das gerade ab? Hätte ich flashen können? Ich habe es gerade nicht gesehen. E-Sport ADC? Nee, ich war Midlaner. Tatsächlich. Die meiste Zeit war ich Midlaner. In Arena of Valor. Die Rolle ADC, als ich E-Sport angefangen habe. Da gab es ADC nicht. Der AD Carry war im Jungle.
Und das war auch lange später noch so. Es gab gar nicht richtig diese Duo-Lane in Arena of Valor. ADCs wurden erst stärker, als E-Sport schon am Sterben war. Da wurden ADCs langsam besser. Und wenn du ADC gespielt hast, dann hast du den meistens im Jungle gespielt. Weil du im Jungle dem ADC am meisten Gold zuscheffeln konntest. Wie in der Violet oder so. Oh, das war so cool. Ich vermisse das Game gerade. Wenn ich so drüber rede, vermisse ich das echt. Es war auch so schön einfach, wisst ihr? Liliana, oh mein Gott. Violet Lindis, ja. Liliana, holy moly. Liliana war einfach... Liliana und Tulin, ne? Die beiden vermisse ich extrem. Vor allem Tulin. Also das waren meine beiden Lieblingshelden. Auf jeden Fall. Das war ganz schön fies von der Katarina. Die wollte mich echt wegrippen. Das Game ist nicht weg, aber das spielt halt keiner mehr, ne? Und wenn du ein Content Creator bist und deinen Lebensunterhalt mit Videos und Twitch und so weiter verdienst, dann musst du halt auch Spiele spielen, die Leute sehen wollen. Zumindest ein bisschen sehen. Ich meine, Wild ist auch nicht das beliebteste Game, ne? Ich muss sagen, ich habe mir die Schärpe gekauft und nicht einmal benutzt gegen